Hallo, grüß euch, ich bin der Martin. Wir befinden uns hier im Gelände der Tabakfabrik in Linz und ich möchte euch heute die Grau Garage vorstellen. Das ist ein Makerspace, eine Innovationswerkstatt auf fast 4000 Quadratmetern und das schauen wir uns jetzt mal an. Kommt's mit. So, herzlich willkommen. Erste Anlaufstelle bei uns, immer der Frontdesk. Der ist zu Memberzeiten eigentlich immer geöffnet und da könnt ihr eure Mitgliedschaften abschließen, Merch kaufen, Arbeitskleidung kaufen. Aber wir schauen erstmal direkt dorthin, wo die Magic passiert, in die Werkstätten. So, wir sind jetzt im ersten Obergeschoss und zwar entsteht da gerade eine brandneue Werkstatt, eine Textilwerkstatt in Zusammenarbeit mit dem Fashion and Technology Department der Kunstuni in Linz. Der Aaron ist da gerade am Siebdrucken. So, und hier ist auch gleich unsere Robotikabteilung. Wir haben hier einen Cobot und einen Industrieroboter. Da wird gerade an einem Sicherheitssystem gearbeitet. Und zwar eine Time-of-Flight-Kamera, die den Roboter ausschaltet, sobald man sich ihm zu sehr nähert. Dann geht es hier noch weiter. Da drüben haben wir das Labor der Creative Robotics, ebenfalls von der Kunstuni, und Yokai Studios. Das ist ein Startup, die beschäftigen sich mit neuen Fertigungstechniken in der Mode. Jetzt gehen wir gleich weiter. Wir haben hier noch einen Schulungsraum und ebenfalls unseren CAX-Raum, wo Software-Schulungen abgehalten werden. Jetzt kommen wir zu einem ganz besonderen neuen Feature, das wir hier bei uns haben, und zwar ist es unsere Glaswerkstatt. Der Günther Maust ist hier am Glasblasen. So, dann befindet sich hier noch unser Leichtbaubereich. Da werden zum Beispiel Ski, Snow oder Skateboards gebaut. Mehr dazu findet ihr aber im Workshop-Angebot auf unserer Website. Ganz wichtig auch, die Membercard, die bekommt ihr am Frontdesk, wenn ihr das Mitgliedschaft abschließt. Damit lassen sich Türen öffnen, der Lift holen, die Maschinen ein- und ausschalten und sogar die Getränke in der Lounge bezahlen. Jetzt sind wir in der Metallwerkstatt. Hier haben wir eine 3-Achs-Portalfräse. Der Philipp ist hier am 5-Achs-Champion am Arbeiten. Und dann haben wir hier auch noch zwei konventionelle Maschinen. Das sind alte Geräte aus der Tabakfabrik, früher noch original, die wir refurbished haben und modernisiert. Da drüben befindet sich ein kleines Messlabor. Da gibt es verschiedene Koordinatenmessgeräte und Handmessmaschinen. Dann haben wir hier noch für unsere Member eine kleine Shopping Area eingerichtet. Da kann man sich irgendwelche Verbrauchsmaterialien kaufen und Utensilien. Weiters gibt es da auch noch einen Schrank. Da gibt es alles Mögliche. Kann man sich einfach rausholen. Das wird dann am Ende des Monats über die Karte abgerechnet. Und das ist unser Waterjet, auch ganz neu. Damit kann man fast alles schneiden, von Holz über Metall bis Stein. Der Benjamin ist hier am Arbeiten. Wir haben außerdem eine Abkantpresse und eine Tafelschere natürlich. Und da ist unser Lackierstudio. Der Kamel ist hier an der Pulverkabine beschäftigt. So, und dann gibt es noch unser Schweißstudio zu guter Letzt. Kommt rein. Hier ist die Petra am Metallgießen. Wir haben hier eine Bandsäge, eine kleine Schmiedeanlage, Sandstrahlkabine. Der Max schraubt an seinem Motorrad und die Tatjana ist am Flexen. Wir haben Systemtische, diverse Bandschleifer und Stromquellen natürlich auch. So, und wir sind jetzt im zweiten Obergeschoss. Direkt über dem Schweißstudio befindet sich unser Hopper-Forum. Auch hier finden Workshops und Seminare statt. Aktuell werden hier die 3D-Druckschulungen abgehalten. Und hier kommt auch schon ein Vorbote aus dem IT-Büro. Der Flo testet gerade die Performance unseres 5G-Netzes. Dann haben wir hier noch unseren HP Multijet Fusion. Der druckt nämlich mit Pulver, man kann direkt in Farbe ausdrucken und außerdem sind die Drucke viel flexibler als übliche 3D-Drucke. So, hier ist noch unsere Post-Production, die Mia ist hier am Arbeiten. Da hinten könnt ihr eure Prototypen verstauen und wir schauen jetzt noch ins Digitallabor. Da ist der Udo am Arbeiten. Wir haben Mikroskope, Oszilloskope und diverse Lötstationen, alles was das Elektronikherz begehrt. Außerdem stehen hier unsere beiden Lasercutter. Stefan ist hier am Gravieren, kann man auch mal reinschauen. So, und hier ist noch unser 3D-Druckbereich. Wir haben hier diverse Drucker im FDM-Verfahren, auch einen größeren mit geschlossenen und beheizten Bauraum. Der Michi hat da gerade einen Druck rausgeholt. Hier haben wir noch einen Schneidplotter, da kann man Carbon verstärkt drucken. Und da ist noch unsere SLA-Ecke, die arbeitet überhaupt mit gehärteten Flüssigharzen.
So, das war es soweit mit dem Maschinenpark bei uns hier in der Car Garage. Aber wir sind noch nicht ganz durch. Es gibt noch einen etwas ruhigeren und angenehmen Bereich. So, hier haben wir Coworking Spaces für unsere Mitglieder. Da können sie ihre gemeinsamen Projekte besprechen, ihre Drucke vorbereiten. Und hier ist noch ein großer Sitzungsraum, wo größere Veranstaltungen und Workshops abgehalten werden. Und dann sind wir auch schon hier bei uns in der Lounge. Hier kann man sich ein Getränk nehmen, auch mal hinsetzen zum Essen und zu guter Letzt noch unsere Küche. Ich mache mir jetzt mal einen Kaffee. Freue mich, dass ihr bei uns vorbeigeschaut habt. Und wäre super, wenn wir uns mal in real hier bei uns in der Car Garage treffen würden. Bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.